Oye, me gustaría hablar contigo hoy día. Tengo ganas de escribirte una cartita, fíjate. Estoy viviendo cosas tan nuevas y están pasando todos los días algo distinto. En fin, conversar contigo como antes. Natürlich hätte ich dich heute ganz gerne bei mir. Ich meine, besonders heute. Also nicht nur aus Sentimentalität, sondern vielleicht, weil es hier eben ganz besonders eigenartig ist, wenn die Nacht schweigt und der Schnee liegt, wenn der Mond durch den Nebel gestoßen ist und diesem Land ein entrücktes, märchenhaft vertrautes Aussehen gibt. Un día bien especial este, Ja, wahrscheinlich auch, fíjate. weil vor Sí, wenigen Stunden fíjate, todo el mundo se puso die a tirar Menschen in diesem Land artificiales. in einem ja durchaus sehenswerten, aber auch durchaus wesensfremden taumellärmender Verschwendung. Tausende und wieder Tausende von farbigen kleinen Raketen und Lichtern und Feuern in den Himmel über die Städte gepflanzt haben. Ganz so, als hätte es noch niemals zuvor einen Jahreswechsel gegeben. Als würde die Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte komplett überrascht die Kalenderblätter herunterreißen und das Leben von neuem beginnen. Ja, übrigens ist das hier jedes Jahr so. Man scheint in diesem Lande der Wiederholungen einfach niemals müde zu werden. Ja, ich bin jetzt übrigens in Deutschland. Präziser in Süddeutschland, womit wir bereits auf ein unglaublich kompliziertes Thema kommen, weil es nämlich sehr viele Deutschlands gibt auf der Welt und unser Schulatlas uns damals schrecklich angelogen hat. Also offiziell wird natürlich behauptet, es gäbe nur ein Deutschland, aber geistig-moralisch, wie man hier sagt, gibt es doch mindestens zweieinhalb. Also den früheren Westen, den ehemaligen Osten und die ewige bayerische Staatskanzlei. In Wahrheit sind es natürlich noch mehr, viel mehr sogar, aber da mir niemand bisher diesen verwirrenden Zustand schlüssig hat erklären können, werde ich das jetzt auch nicht versuchen. Außerdem ist heute Silvester. Inzwischen der allererste Januar eines völlig neuen Jahres und 5 Uhr morgens. Das heißt, genau die Zeit, in der durch Schläfrigkeit, gute Vorsätze oder meinetwegen auch Trunkenheit die Grenzen unserer Welt aufgehoben sind und der Mensch sich überall zu Hause fühlen darf. Ja, ich habe schon damit angefangen, darüber nachzudenken, ob ich mich hier zu Hause fühlen darf. Dabei ist Deutschland ein sehr eigenartiges Land, muss ich dir berichten. Also es besteht aus Menschen, haarsträubend vielen Menschen, die sich vornehmlich in sogenannten Fußgängerzonen aufhalten. Ja, und aus Autos, so unglaublich vielen und so ungemein wichtigen Autos, dass ich sie korrekterweise vor den Menschen nennen sollte. Autos mit unbeschädigtem Lack und glänzenden Flanken, unberührt. Pico bello. Also die deutschen Menschen haben jede Menge Beulen. Los autos, no. Das Land scheint fast vollständig aus Asphalt gegossen zu sein und nein, doch ist es manchmal, ich meine nachts im Nebel. Bestimmt aber nachts im Nebel und bei Mondschein wie ein Abziehbild jener uralten Märchen und Legenden und Sagen und Mythen, die man uns in der Schule immer über das ferne Europa erzählt hat. Super romantisch. Steht man in so einem verwinkelten Gässchen unter verschrumpelten, putzig renovierten Fachwerkhäusern und erwartet allen Ernstes unverzüglich einen herrlichen Ritter um die Ecke traben zu sehen und ist dann ehrlich verblüfft, wenn stattdessen der Sanitärgroßhändler aus Stuttgart in seinem Mercedes hervorkommt. Kleines Land. Klein. Also im Vergleich mit unserem Land sogar eher winzig zu nennen, aber nein, es ist trotzdem weitläufig. Es ist weitläufig, wenn man die richtigen Wege kennengelernt hat, aber da sind die Deutschen auch meistens sehr hilfreich und schildern ihre richtigen Wege überall aus. Es ist mächtig und es ist frei und doch zuweilen ein wenig beengt. Ich meine, sobald man von so einem richtigen Wege abgekommen ist und plötzlich Zäune und Regeln und Verbote vor einem auftauchen wie die Barrikaden. Was natürlich, das gebe ich sofort freiwillig zu, nur ein Vorurteil ist. Aber was soll ich machen? Es ist ein treffendes Vorurteil. Und auch sonst treffen hier seltsamerweise sogar alle Vorurteile zu, die man so hat in der Welt über Deutschland und die Deutschen.
Was ich mir eigentlich nur noch damit erklären kann, Kinder, dass die Deutschen wahrscheinlich schon vor vielen Jahrhunderten an ihren uralten Universitäten, in Fakultäten zur Klischeeverwirklichung eingerichtet haben, wo sie es dann lernen können, sich so zu benehmen, wie alle Welt glaubt, dass ein Deutscher sich unbedingt benehmen müsste. Es ist zum Beispiel unfassbar sauber hier. Limpiesissimo. Ich meine, genau so sauber, wie es unsere Lehrer von Deutschland auch immer behauptet hatten. El profe de Chemie. Ja, ganz besonders der Chemieprofessor, glaube ich. Ich meine das allerdings jetzt nicht so sehr in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem hygienischen Sinne. Eher im, naja, also, ordnungspolitischen. Oder so. Oder so. Ich will damit sagen, du kannst dir in Deutschland selbstredend wie überall woanders auf der Welt alle möglichen Krankheiten einfangen, auch wenn das in Deutschland vorzugsweise die Geisteskrankheiten sind. Aber du findest dafür jedenfalls im Prinzip, und dieses Wort musst du dir bitte merken, das ist wahnsinnig wichtig in der deutschen Sprache, keinen Zigarettenstummel auf der Straße. Im Prinzip. Und wenn du doch einmal einen findest, und das kommt natürlich viel häufiger vor, als das Prinzip das sagt, nein, dann kannst du dich immerhin noch in der Sicherheit wiegen, dass es sich bei diesem Objekt um einen illegalen Zigarettenstummel handelt, der zwar geduldet, aber nicht erwünscht ist. Und der dir das Recht gibt, laut zu fragen, warum zum Donnerwetter du eigentlich immer noch deine Steuern bezahlst. Porque nosotros los extranjeros pagamos impuestos. Ja, und in der Tat habe ich sogar heute, in der Silvesternacht, eine Frau Schnee fegen sehen. Mit dem Hausbesen. Absurd. Ganz so, als ob das in Asche gewesen wäre oder Ruß, was da vom Himmel gefallen ist. Und was doch in Wahrheit so schön, so weiß, so klar, so kalt wie die Wahrheit selber ist. Natürlich das Ganze nur, bis er dann von den Schritten der Passanten oder Sal. Ja, oder sogar von Salz der Zivilisation. Das wirst du mir niemals glauben, ich schreibe es dir aber trotzdem. In Deutschland streut man das Salz nicht auf das Butterbrot. Mhm. Zu einem hässlichen, schmutzigen, traurigen Matsch verwandelt. Ich miro la vieja por la ventana, digo, está completamente. Naja, der Hang zum Besen ist hier eben ein Teil der Folklore. Teutonic. Ist eine Manie, die das gesamte Volk schon seit sehr vielen Generationen erfasst hat. Immer, los Alemanes, immer fegt hier barriendo. Irgendjemand irgendetwas weg. Futsch, 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 futsch. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass dadurch auch immer alles, und mit dem Wort alles hätte ich jetzt ganz gerne ausgedrückt, alles eben, automatisch in der äußersten Sauberkeit erstrahlen würde. Nein, das wäre jetzt ein Missverständnis. Ihre Unterwäsche zum Beispiel wechseln die Deutschen außerordentlich selten, statistisch gesehen. Das habe ich kürzlich gelesen. Ihre Bettwäsche auch. Und deswegen müffelt es manchmal so grausam. Aber bitte, der Bürgersteig ist dafür auch immer blitzsauber. Und was nur die alte Frau betrifft, die alte Frau, die in der Neujahrsnacht illuminiert von Feuerwerkskörpern nichts Besseres zu tun fand in der großen weiten Welt, als den brillanten Schnee zu entfernen, damit der abgetretene Asphalt wieder in seiner Schmutzfarbe hervortritt. Was also nun diese alte Frau betrifft, so bin ich davon überzeugt, dass es sich auch hier um ein Missverständnis handeln muss. Weil sie nämlich die klare und reine Weisheit nicht deshalb beiseite räumen musste, weil sie eine Art von Sauberkeitswahn lebt. Nein, sondern weil sie einsam war und sich irgendwie beschäftigen wollte. Sie wollte auf die Straße gehen und zusehen, aber da hier in diesem Land für alles im Leben ein Grund verlangt wird, nahm sie den Besen mit. Du musst wissen, so legitimiert man hier seine Anwesenheit. Man darf in Deutschland nämlich nicht einfach nur herumstehen. Man darf nicht einfach nur da sein. Nein, man muss ständig und überall begründen, erläutern, erklären, rechtfertigen, am besten auch gleich noch entschuldigen, warum man eigentlich da ist. Warum denn? Oye, que te joden la vida con el warum denn. Weißt du, diese eigentlich existenziellen Fragen in der so wunderbar reichhaltigen deutschen Sprache beginnen merkwürdigerweise alle mit einem aggressiv gezackten Buchstaben und haben prinzipiell den Charakter eines inquisitorischen Verhörs. Wer, wo, wann, was, wie, warum? Also ich erkläre mir das so, der moderne deutsche Faust hat seine Prioritäten in der Zwischenzeit neu geordnet und er befragt nicht mehr zunächst sich selbst und hernach die Welt. Ja. Nein, sondern heute zuerst die anderen und dann die Welt. Weiter. Deshalb ist es in Deutschland immer ein Zeichen von vorausschauender Klugheit, einen Besen mit sich zu führen. Muy importante.
solche Missverständnisse sind, glaube ich, die eigentliche Eigentümlichkeit dieses Landes. Klar, es gibt auch hier für alle Dinge der Welt und des Lebens eine leichte, allseits ernehme Erklärung. Sie kommt in der Regel im Fernsehen. Nur, sie ist auch selten vollständig falsch, aber hinter dieser Erklärung gibt es doch fast immer noch andere, kompliziertere, die ebenso gültig, aber nicht ebenso leicht zu verstehen sind. Im Fernsehen kommen die relativ selten. Deswegen muss man sich in Deutschland wohl oder übel dran gewöhnen, alle wichtigen Dinge des Lebens doppelt zu verstehen, wenn man sie wirklich verstehen will. Also ich meine schon einmal von vorne, so wie im Fernsehen. Aber bitte, wenn es irgendwie geht, auch einmal ganz vorsichtig von hinten, wie im wirklichen Leben. Was mich betrifft, so habe ich einen furchtbaren Haufen solcher Missverständnisse erlebt, bevor ich das endlich wusste. Zum Beispiel damals diese Geschichte mit der Zahnpasta. Oh, no. Also im Ernst? Ja. Im Ernst, ich habe mich wochenlang über die Zahnpasta der Germanen geärgert. Me voy a un supermercado. Im Supermarkt hatte ich diese Tuben gekauft, die ganz genauso aussahen wie die Zahnpasta-Tuben bei uns daheim und sonst wie wo auf der zivilisierten Welt. Also lang, schmal und mit irgendeinem dämlich zähnebleckenden Menschen vorne drauf. Und dann musste ich mich fragen, wie die Deutschen das eigentlich ertragen, sich mit so einem Zeug die Zähne zu putzen. Es war grausam, aber ich dachte, bitte, was die Deutschen können, das kannst du schmutziger, kleiner Ausländer, Asylanten, Kanake auch und biss die Zähne zusammen. Präziser formuliert, ich schmierte sie mit Treudoof damit ein. Dos semanas. Zwei Wochen. Dos semanas. Jedoch tat ich solches dann doch nur bis zu dem Tag, an dem ich mit einem deutschen Freund unten im Süden Würstchen aß und er sich Zahnpasta auf die Würstchen strich. Pero Peter, le digo yo, ¿cómo le voy a echar pasta de diente a la salchicha? Also bitte, es ist ein guter Freund, ja. Wahrhaftig ein guter Freund, deshalb hatte ich auch überhaupt keine Hemmungen, ihn über sein befremdendes Betragen zu befragen. Also ich sagte schon, ein guter Freund, aber eben in jedem Zoll seines Wesens so ein nachdenklich, intellektuell, akademischer, sehr, sehr solidarischer Deutscher. Deshalb hat er auch nicht einfach losgelacht. Nein, sondern mir mit äußerster akademischer Genauigkeit erklärt, was Senf ist. Mostaza! Du musst jetzt wissen, es ist manchmal so ein klitzekleines bisschen anstrengend mit diesen solidarisch, akademisch, intellektuell, nachdenklich betroffenen Deutschen. Sie verrenken sich sämtliche Glieder, um uns wieder und wieder unsere Menschenwürde zu erhalten und zu verteidigen und zu beweisen. Aber wenn wir uns mal wahrhaftig wie die Trottel benehmen, dann können sie nicht mit uns lachen, sondern behandeln uns wie Trottel, weil sie uns ja niemals wie Trottel behandeln würden. Sie verdeutlichen uns unser Zuhilfenahme der äußersten wissenschaftlichen Ausführlichkeit, was Senf ist, gucken uns dann treuherzig an und behaupten, ach Gott, es sei doch vollkommen natürlich, Senf mit Zahnpasta zu verwechseln und Ihnen sei das auch schon tausendmal passiert. Oye, como si fuéramos idiotas nosotros. Ja, es muss sich dabei um so einen speziellen intellektuellen Putzfimmel handeln. Ein mit Abitur. Aha. Diese so sehr solidarischen Deutschen, für die übrigens jeder Tag ein total verlorener Tag und restlos im Eimer ist, an dem sie nicht mindestens ein Viertelstündchen so echt betroffen sein konnten von all dem Bösen in der Welt. Diese Solidardeutschen also haben nämlich ein unglaublich fundamentales Interesse daran, niemals, niemals mit den typischen Deutschen, wie sie das nennen, durcheinandergebracht zu werden. Da sie aber nun einmal unentrinnbar Deutsche sind und durchaus als solche die Absetzbewegung von ihren Mitinländern sehr planvoll gestalten, tun sie das wie alles andere im Leben mit genialischer Gründlichkeit. Und weil hierzulande die gesamte Bevölkerung dem nun wirklich exotischen Glauben anhängt, dass das Gegenteil von etwas absolut und erwiesenermaßen Idiotischen dann auch mit zwangsläufig automatischer, ich würde sagen, Mercedes-Benzlicher Zuverlässigkeit immer etwas absolut Intelligentes sein muss, ist hier die gesamte Bevölkerung entweder xenophil oder xenophobisch, medizinisch formuliert. Also entweder ausländerfreundlich oder ausländerfeindlich. Keiner von den beiden kommt auf die Idee, uns wie normale Menschen zu behandeln und sich japsend auf den Boden zu wälzen, wenn jemand sich wochenlang die Zähne mit Senf putzt. Yo lo digo. Sí, te creo.
Ja, das ist so ein Missverständnis. So eine Erklärung. Hinter der Erklärung. Weil die Xenophoben unter einem die Menschenwürde streitig machen, versuchen die Xenophilen uns eben diese Menschenwürde so überdeutlich zu beweisen, als ob wir den Beweis auch nötig hätten. Also bitte, was mich betrifft, ich mag meinen Freund. Bitte. Den klinischen. Aber wenn er mich in seinem Respekt ertränkt, dann wird er mir unheimlich. Peter, por favor. Weißt du, ich glaube, manchmal wohnt in diesen verständnisinnigen Bambi-Augen unserer besten deutschen Freunde ein Missverständnis über uns und unsere Lage. Ein so tiefes Missverständnis, dass es einem manchmal schon sehr schwer gemacht wird, zwischen Freund und Feind so ordentlich zu unterscheiden, wie es in diesem Lande hier Sitte ist. Ein grundzipielles Missverständnis. Beinahe so heftig wie damals diese Sache mit dem Senf oder die philosophische Erörterung, warum eine inländische Hausfrau mitten in der Neujahrsnacht den Schnee vom Bürgersteig fegen muss mit dem Hausbesen. Oder warum dieses Land trotz alledem immer wieder so aussehen kann wie aus dem Märchenbuch. Wie eine Legende, wie eine schöne Geschichte und, naja, wie ein Zuhause. Porque eso es verdad, eso es verdad. Das letzte war kein Missverständnis. Man kann hier zu Hause sein, übrigens besser als in den meisten anderen Ländern der Welt. Zumindest bei uns unten, also in diesem westlichen Süden, wo die Leute sich schon 10-mal überlegen werden, bevor sie dir eine Brandflasche ins Haus werfen. Okay, auch wenn das vermutlich nur daran liegt, dass diese Gegend, die ich meine, von einem Stamm namens Suavos, Schwaben, bewohnt wird, die ein besonders inniges, ja, ich möchte sagen, erotisches Verhältnis zu den Gebäuden haben. Häusle. Und natürlich auch niemals im ganzen Leben freiwillig auf Flaschenpfand verzichten würden. Und Suavo, ne? Doch, man kann hier zu Hause sein. Das auch noch recht angenehm. Es sind, versteht sich, wie überall woanders auch, immer nur die zwischen den Menschen so künstlich herbeigeredeten Mauern, die aus einem Nachbarn plötzlich einen Fremden machen. Bei den Deutschen fällt das nur besonders auf, weil sie so versessen darauf sind, überall um sich herum winzige Tausende von kleinen Grenzen zu ziehen und weil sie, da sie sich ja selber nicht begreifen, es natürlich doppelt schwer damit haben, einen hereingeschneiten Nachbarn zu verstehen. Aber solche Verhältnisse kann der Mensch doch wieder ändern. Ich meine, wozu ist er denn sonst auf der Welt? Naja, genau deshalb. Genau deshalb schreibe ich dir so umständliche Briefe. Genau deshalb hätte ich dich heute so gerne bei mir. Ja, eben nicht nur aus Sentimentalität, nein, sondern vor allem aus einer inzwischen von den deutschen Menschen erlernten, unerhört tiefgründigen, grüblerischen, wissenschaftlichen Wissbegierde. Denn weißt du, ich denke nämlich inzwischen, ich denke alle Menschen der Welt sollten wenigstens einmal in ihrem Leben für längere Zeit inländische Ausländer in Deutschland sein. Okay, das gäbe unter Umständen ein gewisses Gedränge, aber es wäre ganz bestimmt unglaublich lehrreich für uns und, naja, wer weiß, für die Deutschen vielleicht auch. Sí, para los alemanes también.